Den Spruch habe ich schon ein paar Mal gebracht. Niemand hat Absicht, deine Mauer zu bauen. Doch, ich hier. Guck. Den versteht auch kaum noch jemand wahrscheinlich. Es ist auch besser so. Manche Sachen sind komisch, dass sie immer noch so in den Köpfen von den Leuten verankert sind. Der Mauerfall in Deutschland ist jetzt schon so lange her, aber diese Grenze zwischen, sag mal, Ost und West, gerade die ganz alten Generationen, ich hoffe, das stirbt irgendwann aus, die haben das immer noch im Kopf. Das ist auch bei meinen Eltern oder Großeltern, ja, das sind die ollen Wessis, das sind die ollen Ossis, meh, 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 meh. Also so von beiden Seiten, ne? Das ist halt, das ist schlimm. Das ist, dass man sich da so, dass sich das so eingebrannt hat, ist furchtbar. Dabei sind wir doch alles Menschen. Und dass ich, das ist genauso mit, hoppala, mit, ja, der ist schwarz, der ist gelb, der ist grün, so in etwa. Das ist total bescheuert, ist das. Ach, alles Menschen. Sowas fiel mir immer nicht in den Kopf. Aber ich bin wahrscheinlich zu lieb für sowas. So, hier können wir dann mal den Turm hinsetzen, ne? Ich habe mir das auf die Schnelltaste quasi gelegt. Steineckturm. Glaub dich brauche ich, ne? Genau. Das ist der Plan. Genau, der lehnt sich dann hier an und dann geht die Mauer nach da lang. Genau, das, so soll das sein. Sehr schön. Dann bauen wir erstmal den Turm. Oh, 70 Bretter, ne? Oh, mein Mauerhandwerk ist auch schon fast 100. Wow. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon auf 100 hatte im Spiel. Das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Tada, sehr gut. Platsch, boing, platsch. So. Achso. Ach, manchmal ist das ein bisschen ätzend mit den zwei Modi, sag ich mal. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Fällt vielleicht so ein bisschen auf. So, dann haben wir den Teil auch gleich fertig. Heute ist Mauerbau angesagt, ne? Was ich interessant finde, ist, dass es in diesem Spiel entweder immer regnet oder halt dunkel ist oder beides. Gefühlt jedenfalls. Das ist genau wie in Minecraft. Ich mache meinen Minecraft-Server an, wenn ich mal Lust und Laune habe. Es ist scheißegal wann. Und es regnet in dem Spiel. Und wenn es nicht regnet, dann fängt es kurz danach an. Nach ein paar Sekunden. So, lasst mal gucken. Mal so ein. Ja. Schon mal ganz gut aus, ne? Wie gesagt, das Wetter ist jetzt scheiße, aber naja. Obwohl, ich mag so ein Wetter eigentlich, tatsächlich. Draußen so der Regen prasselt. Du musst nicht raus, das ist der Vorteil, oder beziehungsweise das Ideale dahinter. Dann hockt man gerne drinnen, hört den Regen prasseln. Das ist cool, ich mag das. So, Steinmauer. Ja, das ist halt. Es wäre cool, wenn das hier so die Steinmauer auch tatsächlich auf den Rechtsklick legen könnte. Sagen hier, baue Bub Steinmauer. Das geht leider nicht. Das wäre super. Dass du mal sagst, okay. Weil ich meine, das geht auch mit diesem
rau und dann flupp, aber es ist halt noch ein paar Klicks ersparen. Da bin ich jetzt ein bisschen nitpicky, aber es geht halt alles nicht. Es wird ja auch, wie gesagt, tatsächlich an dem Spiel nicht mehr gearbeitet, dummerweise. Ich würde mir das so wünschen, dass die sagen, wir machen an dem Ding weiter, ne? Aber die Entwickler sind wahrscheinlich auch schon pleite oder haben sich abgesetzt. Die haben Your Own, das MMO haben sie platt gemacht, habe ich jetzt im Stream dann erfahren durch den Sebastian. Und da haben sie dieses Jahr im Januar, glaube ich, die Server abgeschalten. Ich habe das noch nie gespielt, das MMO. Bäh, komm. Manchmal, ne? So, das ist ein bisschen Vorbereitung hier. Hier setze ich mal auch noch zwei hin. Vorbereitend. Die Steinmauer. Ach, Alter. Ich komme mal durcheinander mit dieser Zwei-Modi-Geschichte, ne? Furchtbar. So. Und hier nochmal. Passt. Ich meine, hier könnte ich ja schon mal, das können wir nochmal fertig bauen. So, passt. Jo, das mache ich dann off-camera. Das ist jetzt nicht so spannend. So. Was wir tatsächlich nur mal machen können jetzt, ist das erste Wohnhaus hinzusetzen. Da habe ich mir nämlich überlegt, dass wir das hier, das muss ich auch nochmal zuziehen dann, aber das müssen wir warten, bis der Berg ein Stück eingekracht ist. Damit wir hier das erste Häusli mal hinballern, muss ich mal gucken, wie groß das ist. Baue ein Bauwerk. Behausung. Das Fachwerkhaus. Ein großes Fachwerkhaus haben wir auch noch. Und ein Holzhaus, aber ich finde die Fachwerkhäuser schön. Wir nehmen das hier. Fenster, 14 Stück. Oh Gott, oh Gott. Mörtel. Ja, eine Mörtel mischen. Balken haben wir noch ein paar da, aber nicht 150. Oh weia. Dachziegel. Na gut. Das macht sich jetzt richtig gut bei dem Wetter. Alter. So, der Eingang ist am Arsch der Welt. Damit müssen wir das Haus drehen. Hier passt es leider nicht rein, ne? Ach, schade. Hier drüben. Drüben ist das länger, ne? Wartet mal. Gleich ist das Haus weg. Wartet. Hier ist mehr Platz, ne? Das ist nicht gleich lang. Drüben ist kürzer, glaube ich, oder? Oder habe ich das gleich lang abgemessen? Ich weiß das gerade nicht. Nee, hier ist tatsächlich mehr Platz. Ah, stimmt. Guck mal einer, schau. So, ich muss jetzt mal noch ein Stück drehen, wegen der Kachel da. Na komm. Genau. Ha. Kann ich das noch ein Stück nach hinten packen? Also direkt an die Mauer. Rausgucken wird dann ein bisschen schwierig. Ja, ich denke mal, das können wir machen. Aber dann muss ich doch tatsächlich vorher noch die Mauern fertig bauen, ne? Verdammte Axt.
Na, dann machen wir das doch mal. Dann stellen wir das hier hin. Beziehungsweise ich wollte... Wartet. Moment. Großes dreistöckiges Fachwerkhaus. Das ist eigentlich der endgültige Plan. Oh Gott. Passt das hier hin? Wartet. Oh wow, das würde hier reinpassen. Oh, freaking wow. Ja, dann bauen wir doch gleich das. Nicht aus Holz, aber... Wartet mal, ist das aus Holz kleiner? Als das Fachwerkhaus? Hier gibt's keine Behausung, oder? Doch. Architektur, Behausung. Großes, dreistöckiges Fachwerkhaus. Das war das, ne? Oh nein, die Mauer. Das passt nicht. Das passt um einen nicht, ne? Oder? Oder doch, warte mal. Nee, Quatsch, da ist die... Da ist die Leiter. Oh. Das passt um genau einen nicht. Oh, ihr wollt mich doch trollen. Ja, dann muss der Berg noch ein Stück weichen. Dann muss ich hier tatsächlich... Also dann bauen wir erst auf der anderen Seite ein kleines Fachwerkhaus. Und dann reiße ich hier das Türmchen und das Stück Mauer nochmal ein. Und dann weicht das nochmal um ein Stück nach rechts. Und dann bauen wir hier so ein Haus hin, weil das war der endgültige Plan eigentlich. Oh. Ja, weil so ein Ding hätte ich gerne hier. So ein Koloss. Ja, das ist, Oh, mein Headset sagt, mein Akku ist gleich alle. Da muss ich mich mal verkabeln. Beziehungsweise kann ich da. Geht das? Sekunde. Ich muss mal kurz rascheln. So, ich höre noch was. Ich habe nämlich eine neue Powerbank. Die mal rangepackt. Die ist eigentlich fürs VR-Headset, aber naja. So. Dann kommt doch erst ein kleines. Es macht ja auch Sinn, erstmal ein kleines Haus zu setzen. So. Da, Mauer. Das sollte eigentlich gehen. Dann lass mich doch mal schippen. Ich muss hier nochmal ganz kurz Erdarbeiten machen. Ich glaube, bis hier reicht theoretisch. Ja, das da bitte. Danke. Oh, das ist Stein, da müssen wir gleich mal nacharbeiten. Shit. So, umgraben. So. Dann stellen wir hier unser erstes Häuschen gleich hin. Das geht leider nicht weg. Ja.
Ja, nochmal Trick 17 benutzen. So. Baue eine Steinstraße. So, hier dürfte das nicht gehen. Genau. Und hier auch nicht. Dann, wie gesagt, Trick 17. Einmal Erde rauf. Und dann schaufeln, absenken, dauerhaft. So, das wird jetzt 7,3. Jetzt schmeiße ich einmal Erde rein. Genau. Jetzt kommt hier der gleiche Spaß. Na, so war es nicht gedacht, Kollege. So. So. Ich schmeiß die Erde dann. Dann rauf, wenn ich sie final brauche. So. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt habe ich es einen tiefer abgesenkt, obwohl da Steine sind, durch die Animation selber. Jetzt habe ich das auf 7,4. Und jetzt kann ich hier einfach meine Steinstraße hinklatschen. Jetzt kann ich es nochmal planieren oder sind wir gut? Das ist auch so eine Macke von mir mit den Hupala. Mit der Steinstraße, dass das halt gut aussieht. Sieht aber komisch aus hier gerade. Das täuscht, oder ist das kaputt? Das wirkt aber seltsam, oder? Da müssen wir nochmal nachpflegen. Das sieht nicht richtig aus. Ich weiß, da ist das Haus dann drauf und so, aber das stört mich da. Weiß ich, dass da... Das sieht schon besser aus. Komisch. So. Und dann gucken wir, ob wir das Haus hier hinstellen können. Und zwar Behausung. Fachwerkhaus. Genau. Das ging ja halt nur... Ach ja, warte mal. Stimmt ja, das ging ja nur so. Ich bin doof. Moment. So. Wenn dann denn. Das heißt, wir müssen mal noch pflastern bis hier. Einmal Pflasterstein. Hallo? Geht doch. Oh, die Scheiße schon wieder. Moment. Ach, es ist doch eine Last. Gut.
dann muss ich halt mal abbrechen, falls das notwendig ist. So. Kannst du das mal lassen? Was machst du denn da, Kollege? Hallo? Gut. Da ist überall Stein drunter. So eine Scheiße.